herzlich willkommen zu unserem Natur- und Keuteich-Kanal bei YouTube. Der erste verbaute Biofilter am Keuteich arbeitet immer noch zuverlässig. Es wird sehr viel Schmutz aus dem Wasser gehalten. Der Schmutz setzt sich am Boden des selbstgebauten, umgebauten Blumenkübels ab. Im Video hier ist sehr gut zu sehen, wie der Blumenkübel umgebaut wird. Die Innenwand Einsatzwanne hält auch im Winter Frost stand. Die Wanne wird mit Steinen gefüllt, damit viel Schmutz festgehalten werden kann. Nur der Schmutzablauf ist hier zu klein. Der muss mal umgebaut werden, damit der Schmutz besser ablaufen kann bei der Reinigung. Das Wasser läuft in einen zweiten Blumenkübel, der auch nochmal Schmutz speichert. Zusätzlich kann man noch, wie auf dem Video zu sehen ist, Filterwatte reinhängen. Dann werden auch noch Schwebeteilchen ausgefiltert. Das Ganze ist günstig und recht einfach nachzubauen. Wem das Video gefallen hat, Daumen hoch, Abo nicht vergessen.